Das ist ein Psychologiekampf jetzt hier. Der. Ja? Mit dem Chiota. Der steht ja bei dir auch eingetragen, oder? Chiota gegen den Chiota. Weil der Chiota an der Mauer gebrochen ist. Und, ja. Der hat kein unnötiges Risiko. Ich glaube, die Kämpfe, wo nebenbei ein Deutscher kämpft, das merkt man am Bildmaterial. Er muss sich befreien, er muss
Er ist sich streichen. Sonst kommt er noch mal runter. Wir müssen einen Entlastungsangriff machen. Komm! Selbst! 33 Sekunden vor Schluss. Nee, kommt er noch mal runter. Sinnlos, sinnlos.